Hey Leute, Body Extreme Zuschauer, wir sind im City Athletic Club, in Las Vegas, Nevada, mit keinem geringeren als dem Patrick Thur, der Trainer vom Nicolas Vuliot. 4 Tage vorher sind wir jetzt, gell? 4 Tage vorher? Ja, 3 Tage. 3 Tage schon? Ach Mann, schau. Jetlag. 3 Tage vorher und wie ist eure Situation? Also die Situation ist so, dass er zwischen Tampa und hier noch Muskel zugelegt hat. Weil er hat nur hier also gelebt und getrainiert, gegessen, was er sonst zu Hause nicht machen kann. Und das hat sich dann noch in mehr Muskeln umgewandelt. So hatten wir heute Morgen noch 99,3 Kilos. Also müssen noch 3 gute Kilos runter bis Donnerstagmorgen. Heute ist Dienstag. Und wir mussten dieses Mal was machen, was wir sonst nicht machen. Und das ist auf 0 Kohlenhydrate gehen, was ich noch nie gemacht habe. Und er ist dementsprechend jetzt auch, wie du gut weißt, am Arsch. Aber irgendwie werden wir das noch runterdrücken. Na, ich würde sagen, ich sage immer, wenn du Profi-Bodybuilder bist und dafür Geld bekommst, ist der beste Job der Welt. Vor allem, wenn es mal dein Traum war. Und da hält man sowas auch aus. Und ich glaube, vor allem er hält es aus. Ja, der meckert gar nicht. Genau. Er weiß, also er ist so, wie sagt man, motiviert auf das. Und das ist sein Traum. Und jetzt würde er auch nur Luft essen, wenn es sein muss. Also ist kein Problem. Von Nicolas habe ich immer so einen guten Eindruck, weil man merkt wirklich, dass es ihm halt so, also man merkt es an seiner Ausstrahlung, dass es ihm Spaß macht, was er macht. Gell? Und es gibt doch diese anderen, die sich auf den Wettkampf vorbereiten und am ersten Tag von der Diät ist alles schon scheiße. Und bis zum Tag vom Wettkampf geht es nur darum, was esse ich endlich nach dem Wettkampf. Ja? Und bei ihm habe ich überhaupt nicht, habe ich das Gefühl, das ist komplett das Gegenteil. Und der hat richtig Spaß am Prozess und an dem Ganzen. Der ist dankbar, dass er das machen kann. Das stimmt, oder? Ja, stimmt. Also Bodybuilding ist sein Leben. Er liebt, was er macht. Er liebt zu trainieren, liebt Diät zu machen. Und was mit ihm ist, Offseason und Diät ist nicht wirklich so weit auseinander. Also er ist immer clean. Er ist nicht jemand, der jetzt jeden zweiten Tag was cheaten muss. Und deswegen, auch wenn wir mit der Diät anfangen, da wird 2-3 Mal die Woche ein bisschen weniger Kohlenhydrate gegessen und schon kommt das Gewicht runter. Also er ist nicht jemand, der wirklich leiden muss auf Diät, weil er Off-Season schon so strikt ist und seine Arbeit macht. Also Diät ist nie wirklich ein Problem. Nur jetzt, weil wir noch die extra 3-4 Kilo drücken müssen, das ist halt schon hart. Aber wie du gesagt hast, er liebt das. Also da sieht man auch, da trennt sich halt dann die Spreu vom Weizen, also die Profis von den Amateuren. Das allein schon an der Leidenschaft für den Sport. Also wie gesagt, wenn man keinen Bock auf das hat, dann kann man einfach nicht gut werden. Auch wenn es tut allen weh, keiner mag Diät, ja. Und aber man muss es halt einfach, man muss es einfach mögen und dann ist es keine Arbeit. Ja, also es, ansonsten, wie lange ist denn das her seit Tampa? Tampa, 6 Wochen? Ja, 5, es werden 6 Wochen sein zum Olympia. Ja. Und es, seitdem lebt er hier in Vegas. Und ja. Und seitdem hat er nur gegessen, trainiert und geschlafen. Ja, deswegen hat er auch die Muskeln aufgebaut, weil wir hatten dann mehr Kohlenhydrate, tiefe Tage als für den Wettkampf auf Tampa. Und das Gewicht ist immer hoch geblieben, die Muskeln sind immer prall geblieben, weil er wirklich nur das machen konnte. Das ist ja der Trick, der in Kuwait anwenden, oder? Alle denken, die machen weiß ich was für Drogenprotokolle und alles, aber es kommt nur darauf an, dass du wirklich nur das machen kannst, bevor du dann auch auf der Bühne stehst. Und das ist der Unterschied. Hast du noch irgendwelche Athleten beim Wettkampf oder ist er der Einzige? Also ich habe mir jetzt versprochen, wenn ich Profis trainiere, dann will ich immer nur einen Athlet betreuen. Weil ich sehe zu viele Trainer, die da 4, 5, 6, 7 Athleten haben. Und wenn du das wirklich mit Leidenschaft machst und das Beste aus jedem Athlet rausholen willst, dann musst du dich auf einen Athlet konzentrieren. Pro Klasse oder pro Wettkampf? Pro Wettkampf. Und ich hab in letzter Zeit verschiedene Anfragen gehabt von Profis und so, aber ich will einfach nicht in diesen Kreis reinkommen, wo du wichtiger wirst als die Athleten und es kommt nur darauf an, wer du trainierst und ich versuche von dem ganzen Zeug rauszubleiben und halt ein bisschen weniger Geld verdienen, solange es genügend ist und ich meine Rechnung bezahlen kann, aber dann auch wirklich
mit Leidenschaft das mit dem Athlet zu machen. Ich wollte gerade sagen, wo wir wieder bei der Leidenschaft wären. Ja, aber das muss beim Trainer sein und das muss beim Athlet sein. Also wenn der Athlet nicht den Athlet glaubt und das nur für Geld macht, dann ist meine Meinung, da kommen nie 100% raus. Was ich auch immer ein bisschen komisch finde, wenn Leute mehrere Teilnehmer in der gleichen Klasse haben, die dann unmittelbar konkurrieren. Also ich würde mich da, als wenn ich jetzt, sagen wir auch 212 wäre und ich wäre mit dem Nikolas in einer Klasse, würde ich denken, mag der Patrick den vielleicht lieber als mich und sagt dann. Ja. Also das hatte ich vor 2 Jahren mit dem Eduardo Correa und dem Hide. Und also ich habe beide an den Tisch gesessen und wir haben zusammen gesprochen und gesagt, okay, so sieht's aus, Leute. Gibt es da Probleme? Und die haben beide gesagt, nein. Aber aus Erfahrung, jetzt kann ich sagen, ich mache es nicht mehr. Weil du kannst noch so Profi sein, wie du willst. Es ist trotzdem immer diesen Hintergedanken da, wie du gut sagst. Und es geht nicht. Also für mich geht es nicht. Und jetzt mal weg von Mr. Olympia. Du hast ja viele Amateure, die du betreust noch. Und das macht mehr Spaß. Das macht mehr Spaß? Ja. Wen hast du denn da vielleicht, den wir nicht kennen oder den keiner von da draußen kennt, den man vielleicht mal im Internet sich googeln sollte, für den man halt die Augen offen halten sollte? Kennst du? Also im Moment habe ich das Glück, mit einem Athleten aus Ägypten zu arbeiten, der Mohammed Foda heißt er. Der hat jetzt 2 Jahre lang in Kuwait trainiert, im Oxygen Gym. Und dann wollte er zu mir wechseln, dann haben sie ihn rausgeschmissen. Weil wenn du da bist, musst du nur mit ihrem eigenen Trainer arbeiten. Der ist jetzt wieder zurückgegangen nach Ägypten. Und ich denke, das ist wirklich von meiner Sicht der größte Amateurtalent, was wir im Moment auf der Welt haben. Also wie der aussieht, die Proportionen, Linienhärte, das ist schon was von unglaublich. Mohammed? Foda heißt er. Foda, ja. Aus Ägypten. Er ist 23. Ah, okay. Er wird jetzt im Kuwait Classic mitmachen, um die Profikarte zu holen und er ist schon wirklich sehr, sehr gut. Oh shit, ich bin 30. Ich fühle mich, als ob ich gleich fertig wäre, ich sag's dir. Nein, also ich mag mit den Amateuren, macht's mehr Spaß, weil das sind alles Leute und ich habe das Glück, manchmal fange ich sehr jung mit denen an, da kannst du doch deine Philosophie weiterbringen. Weißt, alles braucht Zeit, nichts forcieren, auf den Körper zu hören und nicht immer nur an den nächsten Wettkampf denken, sondern langfristig denken. Und wenn ich das rübergeben kann, dann habe ich bis jetzt immer guten Erfolg gehabt mit denen. Und bei den Profis kannst du nicht. Bei den Profis ist nächster Wettkampf, muss es stimmen, fertig. Stehst du? Da ist wirklich keine Arbeit dahinter, da ist nur so ein Feintuning da. Und wenn es passt, passt. Und wenn es nicht passt, nächster bitte, verstehst du? Und das mag ich so nicht an unserem Sport. Ich denke, man verliert zusammen, man gewinnt zusammen, man sitzt zusammen, man findet Lösungen. Es gibt keine Wunder, es gibt keine Tricks, es gibt kein Geheimnis. Man muss einfach einen Körper verstehen und auch die Psyche verstehen vom Athlet, weil alle sind wieder anders. Du kannst manche Sachen nicht machen, weil der Athlet anders denkt und anders fühlt. Und um das zu machen, dann brauchst du Zeit, dann muss man miteinander sprechen und das ist über Jahre, was man sowas aufbaut. Und heutzutage ist einfach, weißt du, dieser Trainer-Business, heute den, morgen den und alle Athleten denken, der Nächste hat einen besseren Trick drauf und es ist nicht so. Ja, verstehe ich. Vor allem, was du gesagt hast mit der Psyche, kann ich nachvollziehen. Ja. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, weil das trifft mich. Ja, weil ein Trainer muss keine fixe Idee im Kopf haben. Weißt du, ich kenne viele gute Trainers und die haben so ein Modus operandi, das heißt, so muss es gehen. Und es passt einfach manchmal nicht zum Athlet. Und dann musst du halt sagen, stopp, Athleten sprechen, sehen, okay, was passt da nicht? Ist es, was wir machen und wie es wir machen? Und da die Lösung zu finden, das braucht Zeit, das braucht Zusammenarbeit, das braucht Sprechen. Und auf einem Profiniveau gibt es das fast nicht mehr. Oder? Es wird einfach mehr um wie viel und wie lang genommen wird. Und wer das Feintuning und das, vor allem das Psychologische, das Sprechen ist nicht mehr vorhanden. Und das mag ich nicht an diesem Sport. Ich auch nicht. Dann muss ich ganz ehrlich sagen. Wir haben uns ja auch schon mal unterhalten über eine Zusammenarbeit. Aber das war dann, also es lag an mir, muss ich sagen, dass da nichts daraus dann geworden ist. Weil ich habe mir dann gedacht, das war kurz vor dem Big Man-Dings da. Und da habe ich mir gedacht, ach, da mache ich jetzt noch schnell mit. Ja, und dann mache ich erst eine Offseason. Und dann hast du mit dem Justin dann zusammen. Ja, aber mit dem Justin ist es mehr so,
das ist nicht so wie Coaching, dass er sagt, pass auf, mach das, sondern es ist so, wir sind halt gut befreundet, wir kennen uns auch schon richtig lang und dann haben wir die ganze Zeit halt zusammen das so hingedreht. Ja, wir haben ja telefoniert und du hast mich um meine Meinung gefragt. Das Problem ist, wenn du einen Trainer fragst, dann sagen die Trainer sofort, ah, so musst du machen, so musst du machen, so musst du machen. Und das kann kein Hund wissen. Deswegen habe ich versucht, auf dich zu hören ein bisschen. Und dann erst langsam, wenn man 2, 3, 10, 20 Mal zusammenspricht und anfängt, dann kommt so langsam raus was. Aber keiner kann dir sagen, ach nein, du musst so machen, verstehst du? Und das ist, was ich nicht machen wollte. Das ist, was ich nicht mit dir machen wollte. Ich sage, nein, du musst, du, das geht nicht, ich kenne dich nicht. Das habe ich auch gemerkt. Da war ich sehr halt positiv überrascht, weil ich habe schon mit anderen Leuten geredet und die haben gesagt, ah, was machst du? Da habe ich gesagt, ich mache so und so. Nein, 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 das ist ganz falsch. Du musst das machen und so. Und dann dachte ich mir so, ich mache seit 10 Jahren das und ich bin ziemlich gut. Also es ist nicht so, dass ich alles falsch mache. Genau, was ich dir gesagt habe. Ich meine, du hast super Erfolg gehabt mit dem, was du machst. Da kann nicht jemand kommen und sagen, nee, das muss ich so machen. Da muss man wirklich analysieren, was du bis dorthin gebracht hast und was es dir fehlt. Und dann langsam findet man heraus, okay, vielleicht sind ein paar Sachen zu anpassen, nicht ändern, anpassen. Und das ist, aber das braucht Zeit, das kann man nicht in ein Gespräch oder eine Woche machen. Du hast über 10 Jahre was gemacht, und jetzt kann nicht jemand kommen und in einer Woche alles um den Kopf stellen. Und ich weiß genau, du hast eine Vorstellung, wie dein Körper aussehen muss und wie du Off-Season aussehen willst. Du wirst immer in Form sein, du wirst immer einen gewissen Look haben. Und da kann ein Coach nicht sagen, okay, nein, das darf nicht so sein, du musst. Dann muss man, verstehst du? Du bringst ein Auto zum Mechaniker und der Mechaniker muss es so tunen, wie du es gerne möchtest, nicht wie er es gerne hätte. Klar, habe ich eine Vorstellung von Roman Fritz, der Praller, der massiger auf der Bühne aussieht, das hat jeder Hund. Jeder, wo dich sieht, sagt, es fehlt nur das. Oh, was habe ich gefunden? Nichts. Aber man muss dann auch irgendwie eine Lösung finden, wie das, wenn man das hinkriegt. Und dein Weg oder deine Vision von Bodybuilding zu respektieren, das ist vor allem. Klar, ich muss mal wir haben schon mal drüber geredet, ich muss mal in die Schweiz kommen. Außerdem, ich will auch mal dein Trainingssystem kennenlernen, so von der Quelle sozusagen, nicht nur die YouTube-Videos anschauen, weil wenn man es so alleine nachmacht, ist immer so sicher anders. Das ist kein System, das ist eine Philosophie. Genau. Das heißt, Philosophie ist ein Weg, ein, wie man ein Training interpretieren muss, was in einem Training vorhanden sein muss, um es wirklich gut zu machen. Aber da ist jeder anders. Und auch während der Saison ist das schwere Training, das metabolische Training, das muss zusammenpassen. Und da muss man die richtige Proportion finden. Und das kann man nicht in einem System schreiben, du musst so trainieren. Das kommt von der Ernährung darauf an, von deiner Erholungszeit, wie stark, wie schwer du dich im Training auch umbringen kannst. Und das gibt kein System, was man erfinden kann, was dann für alle passt. Deswegen habe ich nie so eine Plattform gemacht. Ich habe mir gesagt, mach so Plattformen, wo du die Trainings verkaufen kannst und blablabla. Das ist Bullshit. Das ist E-Book, genau. Da wollte er immer so ein E-Book machen. So, nein, das kann ich nicht erklären auf einem E-Book. Das muss ich. Das ist zu individuell. Deswegen mache ich Seminare und das dauern 2 Tage und da versuche ich das zu erklären, wie du machen musst, sondern wie du denken musst. Das ist das. Wenn du das mal hast, dann kannst du dann selber dein Training besser zustellen. Aber das kann man nicht in ein paar Wörter erklären oder im E-Book machen, verstehst du? Ja, das ist dasselbe wie mit Diäten. Zum Beispiel diese ganzen, ich mache die Hollywood-Diät, wo man nur das essen darf. Funktioniert nicht. Das man für Bodybuilding. Ja? Man braucht halt dann wieder, wie gesagt, jemanden wie dich, halt einen Coach, der mit einem drüber redet. Und dann ist jede Diät individuell. Das ist dann die Roman-Fritz-Diät von 2018. Und nächstes Jahr kann es schon anders sein. Ja? Nein, das wird anders sein. Genau. Weil dein Körper entwickelt sich immer. Alles ändert sich von Jahr zu Jahr, von Monat zu Monat. Und wenn das nicht so ist, dann ist ein Problem da. Weil der Körper muss sich immer wieder anpassen und besser werden, mehr Leistung bringen, mehr Kalorien umsetzen und dann musst du alles anpassen. Wenn nicht, dann hätte ich einen einfachen Job. Das war Roman Fritz mit dem Patrick Thur. Vielen Dank für das tolle Gespräch. Vergnügen. Also wirklich, danke. Vergnügen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Danke, Leute.